Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge zusammen mit dem LS-Profi. Wup, wup, moin, moin. Ah ja. Ja, und zwar haben wir jetzt gerade ein kleines Problem gehabt in der Zwischenaufnahme, also in der Zwischenaufnahme, sage ich, in der Zwischenpause. Und ja, der Herr Kollege redet jetzt weiter. Ja, der Käsewagen hat uns nämlich gerade eben unseren Server ein bisschen durchgehauen. Deswegen mussten wir da mal schnell eingreifen, aber jetzt läuft alles wieder, Leute, und ich habe einen sexy Milchwagen, oh yeah. Hä? Alter, Motor starten, ich hoffe, den kann ich jetzt aber hochheben, Alter. Was willst du hochheben? LS Pix Balance, moin moin. Wen musst du hochheben? Die Milchkanne hier. Hä, lol. Wie hast du den jetzt aufgemacht? Ja, mit Magie. Hallo. Ey, Chrissy! Chrissy! Ja. Hau mal deine Hand vorne in den Ding rein und heb den mal hoch hier. Warte kurz, bleib so stehen, bitte. Du Besser! Das ist mein Screenshot! Warte kurz, den mach ich jetzt auch, warte. Das ist mein Screenshot gewesen. Spaß, alles gut. Ja. Gleiche Idee gemacht. Hä? Ich sag mir nicht, die Griechen. Ach, warte kurz. Hulk, Junge. Lol. Jetzt guck, wie ich das Ding da reinbumms, Junge. Oh, Scheiße. Ah, ja. Boom! Oh, wie viel hast du Müll? So, die nehme ich jetzt mit, Alter. Genug Milch habe ich. Einfach reingepumpt. Ja, ich glaube, ich werde Maße müssen. Das klippt kein Mensch hier. Sag so, sag's euch. Wenn ihr es jetzt geklippt habt, Alter, Junge, wehe, ey. Zum Glück bin ich auf Twitch. Dann müsst ihr nämlich ein Aufnahmeprogramm haben. So. So, Herr Kollege, jetzt warten Sie mal. Ich warte hier schon mal gar nicht. Hup, hup, ich hätte das auch noch verreleased. Der Käsemann ist da, der Käsemann. Ey. Ich habe jetzt einfach der Idee gestanzt. Was hast du? Nix. Da meine du kleiner Piss. Nee, nee, nee. Wir sind hier nicht auf Twitch. Ah, nee. Deswegen, das hat ein paar Vorteile, dass man hier auf Twitch ist. Da können nämlich nicht Leute einfach Clips von mir machen, Alter, die dann mir übelst peinlich im Nachhinein sind. Hä, deswegen. Weiß ich nicht. Ich zum Beispiel, dass du mit dem reinbummst, weiß ich ja nicht so, du. Oh, nee. Wobei, für Best-of wäre es eigentlich ganz geil. Ich muss mal einen Typen sehen, der mir Best-of macht. Oh, der Kollege, aber... er fährt auch bei mir vorbei wie Einflugschneise, Alter. Wie ein Bekloppter ohne Führerschein. Gar nichts hier, ey. Der Eckelfahrer hat immer Vorfahrt. Sie Bekloppter. Wup, wup. Ihr macht dann gleich wup, wup. Wie geht's euch so, Mann? Was? Und jetzt habe ich mich verfahren auch noch. Na, passt schon. Unfassbar, schäm dich. Nein, ich habe mich nicht verfahren. Die Bude jetzt auch nicht an. Indem man den On-Schalter drückt. Danke! Sehr hilfreicher Tipp! Na, keine Ahnung, ich kenne den Mod nicht einmal. Du bist jetzt auf DGD gebraucht. Ja, super. Der glaubt mir noch die Idee. Hey, ich hab's nicht geklaut, außerdem so. Außerdem hast du die Idee nicht schützen lassen, also darf ich es kopieren. Ach, Scheiße, da hol ich mir das Patent drauf. Ha, jetzt habe ich es mal schön gekraft, jetzt geht's nicht mehr. Hup, hup. Aber ich schwör, schreib's gerne mal in die Kommentare, oh, was hast du mit seinem Hup für mich, Junge, hier schön Kanne fahren, Alter, au, falsche Richtung. Wie hast du das noch einmal reingeschmissen, die Kanne? Einfach reingepumpst, Junge.
Ah ja. Da gibt's keine spezielle jetzt muss ich das Wort wieder ausschneiden. Danke dir, Fall. Ach, ich hab's auch drin gelassen. Hä? Hilfe! Hilfe! Ich hänge im Boden. Hilfe! Lol. Ah, passt. Boah, ich hab das ja übelst gut hier hingemacht. Warte mal. Lol. Jo, schreibt's gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob das eine gute Idee war oder nicht. Und jo. Und also müssen wir mal unseren John Deere waschen. Wie hast du das aufgehoben? Ein starker Bauer. Achso, jetzt. Hä, wie? Ja, jetzt geh ich nochmal da dran, jetzt kannst du es eigentlich hochheben. Ah, danke. Kein Ding. Ich sag das, sobald ich es drin hab. Oder nicht. Hey Leute, also besser kann man das Zeug gar nicht dahinstellen wie ich, ey. Das ist einfach wild. So gut kann auch kein Mensch das Zeug dahinstellen. Jojo, schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare und spioniert natürlich, was er so mit dem Ding vorhat. Schreibt gerne mal das in die Kommentare bei mir. Und okay. Jo. Was er mit dem Ding vorhat? Ich will damit Joghurt produzieren. Joghurt mit einer Käserei, ich glaube. Ja, das ist das Ding. Das sind ein paar Sachen, da habe ich mir vom Modder was einbauen lassen. Ich glaube. Der macht hier eine riesen Bombe, zündet der auf deinen Hof. Ich zünd gleich was anderes auf deinen Hof, Alter. Dann so einen großen Fireball, Alter. Ich finde es aber ehrenlos mit dir. Sagst du? Wenn ich, ist aber nicht so nett. Oh Mann, ey. Ich glaube, der Kollege braucht da mal ein Taschentuch. Ja. Oder warten Sie mal. Warte, ich fühle mal. Ja, bei den Setup. Zähne locker, weil er immer so viel sich die Zähne locker quatscht, Alter. Sag mal, gar nicht sie, Zähne sind noch fest wie sonst was. Ja, ja. Das werden wir ja sehen dann, zum Schluss, wer die Challenge gewinnt. Ich hab den Motor bei der Kanne nicht an, ey. Hä, seit wann gibt's einen Motor bei einer Schiebekanne? Hä? Ah, ich häng in der Wand. Oh, oh. Lol. Oh, was kommt denn vollgeballert, die Bude, Alter. Danke dafür. Herr Kollege? Was? Seien Sie mal so loyal und helfen Sie mir am Laufen. Ich hab's ein bisschen schief hingelegt. Wo denn? Oben, bevor man runterfährt. Okay, warte kurz, steig kurz aus. Ah, ich steige in deine Kanne ein. Hat sich erledigt, danke. Grüß dich, Hilfe. Steig du aus? Hilfe! Nicht so schnell! Ich hänge in der Kanne! Ja, warten Sie, lass ich auf meinen Hof wieder raus. Hilfe! Ich entführt einen Verrückter. Leute, mich entführt einer. Ruf 110. Geht nicht anders, der entführt mich. Quatsch, da kein Zand locker da hinten. Immer diese Leute, die sich die Zand locker quatschen, das geht mir um. Ich werde so jede Aufnahmesession wird einfach geiler. Hey, wo ist denn jetzt hin? Weg. Verlust mal. Schau, ich bin jetzt Lucifer, ich habe ihn jetzt weggezaubert. Oha. So einer bist du also. Ich habe ihn jetzt in die Hölle gezaubert, na Spaß, was hätte. Na, so einer bist du. Ja, wusste ich schon immer. Du bist ein ganz netter, jetzt sei am leise. Jetzt muss ich es nur noch schön einpacken, dann hat sich's erledigt. Siehst, ich hab schon den besten Platz gefunden für meine Käserei. Am besten am Milchplatz, so. Wo gibt's denn da einen? Weiß ich nicht. Ich hab schon einen Platz gefunden. Nicht, dass er einfach so stehen lassen, die produziert. Abhängen. Einfach zum Schneemann dazu, da passt's gut, weiß auf weiß, passt perfekt. Ey, man kriegt einen Käse! Was? Sorry. Mahlzeit. Einfach nur Mahlzeit.
Sorry, wir kamen jetzt wirklich in der Phase. Digga. Oh Mann, ey. Excuse me. Bei dir sagt er excuse me. Excuse me. You can English? Yes, I can. Oh shit, Junge. Ich hab ein Englischkönner am Start. Are you crazy? What's your favorite place in your city? Oder in your village? My favorite place in the city or in the village? My garden. My God, favorite place, Junge. No, epic. So im Freundeskreis, so, ja, mein Lieblingsplatz in unserem Dorf ist unser schöner Turm, der schöne See. No, mein no, no. Ist in meinem Dorf ist my garden. No, no, my big, my favorite place in my city is the big shopping center. My favorite place, my garden. Ja, warum nicht? Ja, ich hab's nicht nur so. Hello, in die Konne geht einfach nur 500 Liter rein. Kann man die ein bisschen tunen, damit die 20 km/h fährt und nicht 5? Nee, für dich machen wir nur 200 rein, Alter, damit du ein bisschen mehr schleppst, Alter. Ja moin, soll der hier reinfahren? Hä? Hier ist gar kein Wagen, Alter. Hä? Hier ist alles voll buggy, Junge. Digga, was geht denn hier ab? Moin, liebes Elu. Kann man das irgendwie helfen? Nee. Kann man nicht helfen. Quatsch, da kein Sandlocker, Junge. What? Ja, ich hab Käse. Ich erzeuge einen Käse. Hä, was geht denn hier ab? Junge, hier wird Scheiß produziert. Bei mir steht da nicht schon wieder eigentlich was da aus. Ah, lass es einfach, bei mir steht auch keine Holzplatte. Ey, wo soll ich denn jetzt meinen Käse hinschmeißen? Ah! Das ist mein guter Moin, wie geht's dir stets? Also Mac-Käserei funktioniert einwandfrei. Die Sonne lieber nicht in der Sonne. Chrissy? Hm? Das ist nicht so lecker. 3-1 fürs Tiefenlockern. Überweise Ihnen sofort. Kriege ich ein kleines Konto, wenn ich sofort überweise. Ah, Herr Lu? Nee. Haben Sie einen Preis für Silage? Alte 4. Ist raus. Alte 4. Keiner Preis. Silage. 300. Warum bricht er sein Klima ab, wenn ich überladen will? Willi, nö, 300 nicht. Ist mir zu wenig. Ein bisschen mehr. Ja, schönen Preise. 3,5. 3,3. 3,5. Bin jetzt im Auktionshaus. 350. 3,6. Wollen wir gleich 1K machen? Von mir aus. Alles gut und bei euch. Du hast doch Kühe da drüben, oder? Rissi, wie geht's dir? Mir geht's gut. Herr Lu, wie geht's Ihnen? Scheiße, wenn ich auf deinem Hof gedreht. Danke für die Antwort. Bitteschön. Wir machen jetzt einfach mal 1500 und dann ist das gegessen, okay, der Preis. Okay. Nee, wir machen 3,500, passt das. Wo soll ich's hinstellen, die Ballen? Was? Wo soll ich die Ballen hinstellen? Welche Ballen und wie? Ja, ich will die Ballen verkaufen. Hallo. 3,5. Herr Kollege, kommen Sie mal auf meinen Hof, bitte. Sie haben doch hier motherfucking Kühe, die halber verhungern sind. Hä? Was für verhungern? Die haben 12.000 Liter Gras und Heu drin. Hier sind maximal 300 Gramm. Ich will die das kann dir doch egal sein, wie meine Kühe sich gerade ernähren. Ich will Ballen verkaufen. Nee, ich schicke dir den Nährabend. Ich schicke dir was ganz anderes. Kann eigentlich die zwei Ballen hier schweben?
Weiß ich nicht, weil es. Jo, aber wie es weitergeht, das sehen wir natürlich in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.